Hallihallo und willkommen zum nächsten Geländebau-Report von Severus Prime. Heute widmen wir uns der Bemalung von Boden und zuerst eine Grundierung, weil für jede Bemalung eigentlich ist eine einheitliche Grundierung ja eigentlich wichtig. So, und jetzt haben wir gleich mal ein Vorher-Nachher-Bild, Platte vor und nach der Grundierung, eindeutiger Unterschied. Und der Platte da oben, der widmen wir uns, an der demonstriere ich mal ein bisschen ein paar kleine Bemaltechnik für Gelände. Es ist nicht das Allercoolste, aber man kann es machen. Also hier habe ich stehe mal ein paar Farben, die ich benutze. Es werden später noch mehr, aber das ist mal Graveyard Earth, Snakebite Leather, Camo Green und irgendwelche anderen Brauntöne. Ich glaube, das ist Vomit Brown und das ist irgendwelche Leather, bla bla. Jedenfalls, erstmal habe ich das Graveyard Earth vermischt mit Wasser, weil das einer meiner Lieblingserdtöne ist. Und die trage ich erstmal überall auf. Wir werden das in schichtweise auftragen mit verdünnten Farben. Die laufen dann alle ineinander über und geben dann einen relativ natürlichen Erdton dar. Und ja, schichtweise für Schicht. Das deckt beim ersten Mal nicht unbedingt. Man muss halt mehrere Schichten auftragen. Und man soll es einfach zwischendurch trocknen lassen. Oder, naja, ich habe es trocken geföhnt, weil ich ungeduldig bin. Habe auch Fortschrittpigmente oder andere Pigmente, zum Beispiel von Noch, dazu gekippt. Die Noch-Pigmente sind billiger. Oder man kann auch von Vallejo-Pigmente nehmen. Habe ich auch gemacht. Man hat eine riesen Auswahl. Und jetzt ist die erste Schicht trocken und so sieht es nach der zweiten, mit der zweiten Schicht aus. Einfach Schicht auf Schicht legen. Ja, jetzt wieder Graveyard Earth dabei. Und dann kann man wieder. Das ist jetzt, glaube ich, verdünntes. Ja, ich habe da jetzt. Ne, das Haar muss nicht mit rein. Hat sich auch ein bisschen Sand gelöst. Kann man auch wieder wegmachen. Dann krümmelt er nicht durch die Gegend. Das war jetzt jedenfalls verdünntes Desert Yellow, glaube ich. Und ja, das wird alles schon durch die Gegend gemischt. Und jetzt kommen noch wieder ein paar Pigmente. Light Earth dabei. Ein bisschen durchzumischen. Später habe ich auch an manchen Stellen graue Pigmente, also Asche-Pigmente. Ich glaube, bei Forge World ist das Grey Ash. Und schwarze Pigmente auch reingemischt. Bei Forge World wäre das Black Suit. Und bei Noch wäre das einfach nur schwarz. Ist im Grunde genommen dasselbe. Heißt nur, naja, bei Forge World hat es einen cooleren Namen. Naja, und wird erstmal aufgetragen. Jetzt in die Ecken, da habe ich ein bisschen Black Suit gemacht, weil ich gedacht habe, da sammelt sich der Müll. Naja, wenn es alles trocken ist und man zufrieden ist, dann habe ich das, dann kann man das schön mit Klarlack überpinseln oder übersprühen. Je nachdem, wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr auch überpinseln. Dann kommt jetzt der nächste Schritt mit Ölfarbe. Die Ölfarbe habe ich vermische ich hier erstmal mit Lösungsmittel. Ich habe dafür Revell Color Mix genommen. Man kann da natürlich auch geruchlosen Terpentinsatz oder normales Terpentin nehmen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt einfach nur gerade den Color Mix zur Hand gehabt und den einfach vermischt in einem Sprühdosendeckel. Und mit der Mixtur, die soll auch relativ stark verdünnt sein, damit die schön fließt. Da gehen wir jetzt einfach mal um alle Details im Boden, die wir schön hervorheben wollen. Es ist nur ein ganz leichtes Hervorheben, das fällt kaum ins Auge, aber wenn man es nicht gemacht hat, dann fallen die Details weniger auf. Und das ist eigentlich schade, weil es ein paar schöne Teile sind. Diese Schienen da im Boden, das sind zum Beispiel die Teile, die bei den Forge World Earthshaker Kanonen oder bei der Medusa dabei ist, die von den Death Corps. Und ich dachte mir, ja, wenn man die schon verbaut im Gelände, dann kann man die auch hervorheben, weil die ziemlich cool sind. Weil das ist ja die Artilleriestellung hier, oder? Gehören die dazu. Und auch um die Laufplanken oder anderen Platten, die im Boden liegen, kann man die ein bisschen hervorheben. Man kann in dieses Gemisch aus Lösungsmittel und Ölfarbe auch Pigmente mit reinmischen. Das geht ziemlich gut. Das wird später Einsatz finden, wenn wir damit die Wandpaneele bemalen. Ich werde in diesem kleinen Video auch ein paar von den Wandpaneelen bemalen. Wir werden den Großteil der Gräben werden wir mit dem Airbrush bearbeiten. Aber hier habe ich mir gedacht, mache ich mal die vier Module da hinten per Hand. Dann kann man das ganz schön demonstrieren, gleich eine schöne Haarspray-Technik. Die geht schnell, einfach. Ich wende sie jetzt nicht großartig krass an. Ich nehme sie auch immer auch Wasser nur zum Lösen. So, ah genau, habe ich vergessen zu filmen. Ich habe ein paar mit die Metallteile habe ich mit Dark Flash bestrichen. Und jetzt übersprühe ich das Ganze mit Haarspray. Und nun wird das Ganze in Grautönen gebürstet. Man kann es auch sprühen, aber ich habe die Airbrush nicht zur Hand, also bürste ich das Ganze. Das funktioniert auch. Man muss nur warten, bis wirklich der Haarspray trocken ist, ansonsten pustet man da direkt wieder runter. Ja. Jetzt
widmen wir uns dann gleich mal den Grabenelementen. Wenn man das Grau aufgetragen hat, kann man mit warmem Wasser und einem Pinsel das Grau wieder runternehmen und dann kommt dieser rostige Ton unten zum Vorschein. Man kann das ganze Ergebnis noch verschönern, indem man unten in den Rostton noch Pigmente reinmischt oder indem man wie jetzt mit dieser Verölfarbe, die wir gerade auch für den Boden verwendet haben, einfach jetzt ein paar schmierige Sachen an die Wände malt. Sieht das Ganze schon so richtig schön versifft aus. Und da kann man auch wirklich gut Pigmente reinmischen, Rostpigmente oder auch gelbe Pigmente für so richtig schönen Gilton. Die Kabel habe ich jetzt mal in Iron Dark Sun bemalt. Ich dachte mir, gelb hebt sich mal ganz gut ab von dem tristen, von der tristen Umgebung. Und nun Butter Black da oben, um der ganzen Sache ein bisschen Tiefe zu verleihen. Da oben sind ja so Gitter drin und die können ja ein bisschen schwarz zwischen den Gittern sein und kann ein bisschen Tusche hin. Und auch an den Laufstegen kann man auch schön Verschmutzung darstellen. Ja, wenn das wieder trocken ist, habe ich wieder die nächste Schicht von der Mischung aufgetragen. Das war's auch schon bald. Reicht wäre eigentlich auch für die Lände so. Man kann auch noch ein paar Details bemalen. Man könnte zum Beispiel die Lautsprecher, die man jetzt hier relativ schlecht erkennt, kann man auch bürsten, Boltgun Metal oder sonst irgendwas. Und zum Abschluss, um noch ein bisschen Staub aufzutragen auf die Platten, wenn alles trocken ist, wieder eine Schicht Pigmente. Dazu habe ich jetzt relativ helle Pigmente genommen. Die wirken mit Wasser tatsächlich dunkel, aber wenn sie ausgetrocknet sind, sehen sie hell aus. Die wirken schön als Staub. Ein bisschen Staub und Dreck kann ja eigentlich nie schaden. Jedenfalls nicht bei dieser Art Spielfeld. Man kann eigentlich, glaube ich, nicht so viel machen. Ja, fast nicht. Ich hoffe, soweit hat es euch gefallen. Ich hoffe, es könnte ein paar Anstöße geben für neue Ideen. Ich hoffe, wir werden bald mehr haben, wenn wir die Gräben airbrushen. Da können wir wahrscheinlich heute zeigen. Und so soll es dann aussehen, wenn es fertig ist. Ich hoffe, das sieht ganz gut aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Und so kann man sich das Ganze vorstellen, wenn es bespielt wird. Die Titanenschlacht. Also, viel Spaß beim Basteln und schönen Tag noch.